Ja, Freunde, wir sind hier bei Fire Emblem Engage und haben Probleme, wie wir sie eigentlich nur allzu gut kennen. Jetzt hatte ich gerade, glaube ich, offscreen eine gute Idee, was man machen könnte. Ich gucke auch mal, ob das wirklich so funktioniert. Ich müsste Wander eigentlich schon irgendwie hier aufstellen. Die Idee war erst einmal, dass ich den loswerde. Das ist relativ einfach. Dann würde ich schon. Beziehungsweise. Genau, wenn ich das so mache, warte mal, was haben die für eine Reichweite? Vielleicht mitunter sogar bis 2. Das ist eben der Kack daran. Also hätte ich gesagt, dass ich eigentlich mal Clan und Fram dafür einsetze. Beziehungsweise natürlich Jean und Fram damit betraue, dass sie Protection anwenden. Frage ist, kann ich sie gegenseitig anwenden? Protection, das wäre natürlich ganz geil. Warum das Ganze? Also, wenn der weg ist, platziere ich Wander hier hin. Damit ich eigentlich hier schon mal alles dicht habe mit Luis und Wander. So, dann haben wir Selin hier, oder? Das heißt, ich würde dann aber eigentlich Jean und Fram irgendwie hier hinsetzen. Auf die beiden Positionen hier. Protection würden sich gegenseitig beschützen, einer plus natürlich auch die vorne noch. Das heißt, Celine, Silica wäre geschützt. Auch Michael Marvin ist hier hinsetzen und den angreifen. Natürlich mache ich vorne noch den Engage. Dann ist die Frage. Angreifen, ich müsste ein Rapier verwenden, damit ich nachher den Gegner da unten direkt schletzen kann. Weil den kriege ich eh nicht hin. Wie sieht es mit Sternlob Blitz aus? Besser? Besser, okay. Das wird soweit funktionieren. So. Schwertagilität 2. Die hätte ich eigentlich schon. So. Okay, jetzt eben den noch loswerden. Wand hier hinstellen. Problem ist natürlich mit, was ich gerade gesagt habe, mit der Protection und so. Das klappt gar nicht, so wie ich es gerade wollte. Scheißendreck. Ne, das klappt nicht ganz so, wie ich wollte. Und so aus dem simplen Grund, weil Jean so weit weg ist. Der ist natürlich a little bit doof. Ich meine, das bringt irgendwie auch nichts, wenn ich ihn einfach hinstelle. Zu sagen, ja, guck mal, kannst du angreifen. Na, revanchiert er sich direkt wieder. Da bringt ja relativ wenig Bock dazu. Klar, ich könnte ihn noch hier hinstellen. Kann Chloe auch hier platzieren, um mal das Aufsicht zu nehmen, aber auch das will ich eigentlich eher tunlichst vermeiden. Ja, jetzt kommt man natürlich mit Jean halt hier ran, wa? Da ist insofern schon ganz praktisch. Kurz gucken, so im Level her. Eigentlich ist das Magier schon relativ stark, he? Muss man mal zugeben. Oh! Aber noch krittet. Dann ist es wohl noch ein bisschen stärker. Also, wir machen es doch so. Wie ich mal gesagt habe, also ungefähr zumindest. Eisenaxt wegen besserer Ausweichrate. Ich heile mich mal. So. Sind die alle im Fokus? Um ihn muss, um Luis muss man sowieso keine Sorgen machen. Da geht hier Fram hin. Macht Protection, was nicht geht, weil es wenig Dinge hat. Scheiße. Okay. Ich wollte zwar Double Protection einsetzen, dann lassen wir das mal. Nur der, der es erreichen kann, war der kann es nicht erreichen, kann trotzdem beide protecten. Protection geht zwar nur einmal, leider, aber eben, ich komme natürlich trotzdem hier ran, kann Protection einsetzen.
Oder eben, ich heil sie erstmal und setze sie Protection an. Ein. Der Clou daran war ja eigentlich die Doppel-Protection. Ja, aber sonst. Ja, wir gucken mal. Also, wer von euch hat mehr Verteidigung? Das ist Fram. Okay, dann geht doch sie ran. Der ganze Protection. Nur weil sie von Level Up hatten, deswegen ein KP mehr plötzlich. Das ist doch so bitter. So. Dann hier unten noch. Hier haben wir auch einiges vor uns. Andererseits kann die natürlich gut abblocken momentan. We fight for peace. Oder andererseits vergiss es mit dem Abblocken. Nee, verzieh mich. Weil hinten eigentlich auch noch cool wäre. Nur um die anzugreifen, aber eben. Dann stecke ich hier nachher in der Sackgasse fest. Nee, nee, so fangen wir gar nicht an, Freunde. Weil ich verdammt weit komme. Lecco mio, ey. Langsperr geht zwar theoretisch, ich kill ihn aber nicht direkt, oder? Der killt mich nicht direkt, besser gesagt. Okay. Ich muss nachher bei ihm noch gucken, dass er irgendwie noch einen weiblichen Kameraden in der Nähe hat, damit es besser funktioniert. So. Ja, das glaube ich in zwei Felder entfernen geht es auch noch, wa? Okay. Doch, die angegriffen, krass. Entschuldigung, der macht's anders. Okay, du kannst nach da oben. Da kommt zwar. Oh, Moment. Da ist ein scheiß Magier. Natürlich kommt er so weit. Nee, nee, Freundchen. Zwar gerne schnappen, aber nicht so. Okay, warte mal, der Magier kommt so weit. Dann haben wir noch den bis dahin. Der kommt ein bisschen weiter. Und der ist natürlich auch immer heiter. Ja gut, ich meine, da kann ich jetzt locker den Rittertod auspacken. Der tut uns jeden Ritters. I love it. So. Bisschen healen kann nicht schaden. Wo haben wir denn? Hier schon. Wander kann sich eigentlich mit ein bisschen verpissen, weil mit ihm will ich nicht mehr groß fighten. Mann. So. Ich blockieren. So. Dann hätten wir sie gleich. Ja, ich habe Pusher vergessen mitzunehmen. Ja, das ist eben noch so übel.
Also dann kriege ich den platt. I can fight. Das hoffe ich doch. Wobei ich jetzt finde, Panzerbrecher macht jetzt in dem Fall auch nicht so viel Damage, ich gerne hätte. Der Rapier ist natürlich eine gute Wunderwaffe, vor allem trifft er mich kaum. Was ist meine Pegasus-Ritterin? Da hinten. Oh. Jetzt haben nur noch 5 Felder vorwärts kommen, das ist natürlich auch ein Kacke. Machen wir ein kleines Magier-Duell oder was? Level up, Celine! Level 8! Ja, eben, ihr merkt schon, im Gegensatz zu anderen Spielen versuche ich eher, dass ich Michael vom Level her ein bisschen hinterhalte. In der Hinterhand behalte und ihn mit den anderen angreife. Also ihn angeblich besser sein soll. Vor allem nachher die Sidequests wieder rum. Clan braucht ihm noch ein bisschen Power. Also, nicht Power im Sinn von Kraft, der Magie hat auch genug. Und eher für Level-Ups. Yay, man. So. Und hier ein schöner Finisher. Dankeschön. Er sagt auch Dankeschön. Alter, die Werte, was ist los mit dir, Luis? Jo, das lobe ich mir. Dankeschön. So. Machen wir endlich weiter mit der Quest bzw. der Hauptstory, der gestohlene Ring. Wer klaut mir einfach meine Ringe? Also ihrer Sauron, der Arsch. Achso, kann mich natürlich auch wieder umgucken, wa? Ja gut, wir waren ja auch schon ein paar, schon mal, was heißt paar Mal, wir waren schon mal hier. Fragmentpunkte und so, mhm. Eine geile Kartoffel. Tiere wird es wohl kaum geben hier, warum auch. Nein! Ich wollte nach Somnien wohl lange weiter. Ja, Bougereau wieder mitnehmen ins Team. Das muss dann schon sein. Bankgespräche jetzt verfügbar. Ja, okay, gut. Andererseits, die Dinge können natürlich trotzdem sein. Warte mal. Wo war was? Wo war was? Das muss ich jetzt auch noch machen. Nein, ich Lagerhaus. Alfred und Sigurd. I visited the Divine Dragon lots of times. A persistent presence can form bonds deeper even than blood. Sigurd ist mal sympathisch. Ich muss wieder in die Ringkammer, wa? Okay. Nee, ich will eigentlich mit der Story weitermachen, deswegen machen wir jetzt hier nicht mehr lange rum. Gucken wir ganz kurz mit der Ausrüstung noch. Stimmt, natürlich hat Framzin gar keinen Ring dabei gehabt, super. Gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hatte stand. Ja, warum der eigentlich Ding dabei haben soll, egal.
Illumnis und Heilung noch bekommen. Okay. Stabaxt. Wieso nicht er? Warte mal, da muss er ganz kurz mal. Was nennt sie mit der Stabaxt? Vergiftung berittene. Ja, warum gibst du ihm dann nicht die? Ich finde sowieso, glaube ich, Stahlaxt, ja, Eisenaxt war, glaube ich, nicht, weil ich Leichtaxt habe für, zum Ausweichen. So, was natürlich noch jetzt gemacht werden muss, sind die Ringe. Da ihr gar keine habt. Wo war der Quatsch schon wieder? Da ist immer alles an anderen Orten. Das finde ich ein bisschen mühsam im Spiel, obwohl ich es bis jetzt eigentlich auch mit den Ringen und so alles cool finde. Ein bisschen Tiki-Power. Geschwindigkeit, Glück. Linde, sagt sie Gelinde. Nabal, Behendigkeit. Na komm, wir geben mal den Ring. Den von Geni, warum nicht? Oder Genie oder wie auch immer. Dir wollte, glaube ich, den von Linde geben. Gebe ich dir mal den Ring von Valba. Zweimal KP. Eigentlich ist es ein Ring für unseren Tank, weil wir ehrlich sind. Was überhaupt? Luis, unser Lieblingstank. Hast du eigentlich schon dafür einen Ring drauf? Den von Arten für die Stärke und Verteidigung. Ja, da überlege ich mir gerade, ob ich vielleicht das lieber mit ihm abtauschen soll. Wohl. Warte mal. Ja, mit Legion getauscht. Das ist eigentlich schon, sagen wir jetzt mal, der bessere. Klar, Verteidigung könnte auch gebrauchen. Als Axtkämpfer quasi, wie auch ein zweiter Tank sein soll, der Behendigkeit natürlich auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr Crit und so. Na, ja, wir gucken mal. So. Wir reisen. Die Reise beginnt. Ja, sie muss beginnen. Du. Wohin und unser Geheimnis treibt. So, Bergsiedlung. Kapitel beginnen. Emblem, Inventar. Speichern. Kann ich nachher, wenn wir schon im Kampf drin sind. Also, die Gruppe macht sich auf den Weg zu einem Schrein, den ein Ring der Tochter des Lichts beherbergt. Es muss Mikaya sein. Mikaya aus Fire Emblem Radiant Dawn. Dem Teil, was ich immer noch nicht Let's Played habe. Oh, dem Teil für die Wii. Oh, was immer so schwer zu bekommen ist. Kapitel 6, der gestohlene Ring. Almost there. Just a little farther north and we'll be at the shrine. The landscape's gotten rockier. We're near Brodia. It's all mountains up there. I'm seeing fewer villages as well. Makes this a good place to hide an emblem ring, I suppose. Yeah. The closer you are to the Brodian border, the colder and quieter it gets. Look. Not a soul in sight. You're right. There's no one around. Except her. Oh. Take a little look around. Wait for it. I wonder what she's doing here. She's crying. Oh, well, doesn't that break the heart? I'd better help. I am her prince, after all.
I won't stand by when my people are suffering. Alfred, das ist eine Falle. Das merkst du aber schon. Alfred, wait! Oh, what a scrape I'm in. Hey there. Huh? What's the matter? Something I can help with? I knew we'd startle you. Sorry for popping up out of nowhere and... Zappy! You came just in time. I'm saved. I lost something earlier and there was nobody around to help, so I got real stressed out. Oh, right. I skipped over the niceties. You can call me Yunaka. Hiya, papaya. Hiya, papaya? Huh. I've never heard that one before. Anyway, what did you lose, Yunaka? It's a little round ring. Kind of shiny with a hole in the middle. Oh, and it talks for some reason. Come again? Yeah, I figured you wouldn't believe me. I believe you. It might be an emblem ring. Please, go on. What did it say? Well, if I remember right, it asked me to take it to the Divine Dragon. To me? Is that... Did you... are you saying you're the Divine Dragon? Yes, I am. I'm sorry I didn't mention it sooner. I'm the Divine Dragon. And now that we're doing introductions, I'm Alfred, the Prince of Firinae. Holy broccoli! Why didn't you lead with that? I think I just had a heart attack. Nope, false alarm. Phew. I'm so sorry. I never meant to impact your health. Yunaka, how did you find the ring? I was walking along the border, minding my own business, when I heard a woman's voice. Help me. I'm right here. I'm by your foot. Huh. You're quite the performer. Anyway, I picked up the ring and she said, take me to the Divine Dragon. But at that point, I had no idea where the Divine Dragon was, so I told her I couldn't help. She knew the way, though. Told me to start heading for the capital of Firinae. Oh, that's good advice. The quickest way to get to Lithos is through the capital. But on the way, I was attacked by bandits and ran off full speed. And now the ring's gone. I must have dropped it somewhere. Woe is me. Sniffle, sniffle. But now that you're here, you're gonna help me find it, right? Right? After hearing her story, this definitely sounds like an emblem ring. Probably the ring of the Dawn Maiden. But that means someone took it from the shrine. Or it could be another emblem ring. We'll just have to find it and see for ourselves. All right, Yunaka. We'll help you. Golly, that's great news. She'll be so happy if you're the one who finds her. Let's start by retracing your steps. God, this is a long intro. No sign of the ring so far. Maybe somebody got to it before we did. Yeah, everyone's combing the area. If it was lying around, we would have found it by now. You're sure you didn't lose it before the bandits attacked? I had it on me when I passed through that ghost town over there. Huh? What is it? It looks like the town's overrun with bandits. What? How can you tell? I'll bet these are the same chumps who ambushed me earlier. Let's take a closer look. They've taken over the town. These are the bandits I ran into earlier. No doubt about it. And that means one of them's got... Aha! Right there. You see it? Yeah, a burly guy with something glinting in his hand. That's gotta be our missing ring. What do you think, Divine One? Is it an emblem ring? He's too far. I really can't say. You must have great eyesight, Yunaka. Ja, oder sie ist eine gute Schauspielerin, wie ich von Anfang an gesagt habe, dass es eine Falle sein könnte. Yeah, I have a killer's eyes. What was that? Killer eyes! I've got killer eyes! You know, they're great at seeing stuff. If you ever need something looked at real good, I'm your gal! Anyway, what's the plan now? We've got two problems that need solving. A stolen ring, and a town full of bandits. The ring's our first priority, but we can't leave them unchecked.
We'll only attract attention if we all charge in at once. I say we split up. You know, send in a small group to recover the ring. Nice and stealthy. All right. Okay then. Come on, Divine One. You're with me. Ich hoffe, er merkt es von alleine, dass es eine Falle ist. Ich weiß, er hat 1000 Jahre gepennt, aber so naiv kann er jetzt auch nicht sein. Okidokes, if we go through here, I bet we can sneak up on that guy with the ring. Ich glaube, er ist doch so naiv. Slipping through a side passage. Smart thinking, Yunaka. Michael und Yunaka wird... Ist das doch eine Unterstützung? Nee. Oder? Guck mal. Also 10 von 10. Ja, eben, ich würde dann, glaube ich, ich mal so machen. Ah, 10 von 10, ey. Ich rede mit euch, wir kriegen noch so viele Charaktere nach, dass ich keine Ahnung habe, wenn ihr noch überall mitnehmen soll. Oh, da habe ich immer am meisten Angst. So. Position ändern. Ein Dieb mit dem Hammer. Okay, da sollte natürlich er nicht unbedingt dran. Switchen die Charaktere auch nicht, wäre zu einfach gewesen. Die stehen gar nicht mal so übel eigentlich. Ja, komm. Die Runde besiegen. Das muss doch nicht. It's pitch black out here. How can we fight them if we can't even see them? Don't worry, Divine One. That's what I'm here for. My eyesight's so sharp, I can spot baddies even when it's dark or foggy. Also ist gar nicht der Divine Dragon so naiv, sondern bin ich einfach so pessimistisch. Till you get your hands on a torch at least. Dunkelheit. There he is. Let's take him. Good idea. Please take me to the Divine Dragon. This looks pretty pricey. This'll net me a nice lump of gold. Oh dear. You can't even hear me, can you? Nein, aber ich kann's. That's definitely an emblem ring. Of course you weird. Right. Wieso kann ich wieder Kassi eigentlich hören? So, da wird mal anfangen. Ganz heiß drauf. So. Also, was ist eigentlich mit ihr los? Was findet. Ah, sie ist eine Diebin. Yes, so. Okay, gut, die haben nichts gesagt. Eine Diebin ist das. Oh, was? Angriff vergiften. Und sie kann Schaden. Ich habe gerade eher gewundert, was sie für Items dabei hat. Ich meine, Diebe kann ja auf zwei Felder, wobei ein Diebe gar nicht so schlecht ist. Warum hat die Pflege dabei? Sie kann ja gar keine Dinge anwenden. Egal, immerhin hat sie da noch dabei, okay. Ja gut, die Kombi könnte funktionieren. Gut, er hat zwar einen Wurfbeil, aber... ich hab's gerade bemerkt. So. Jetzt kommt der Divine Dragon. Here goes. Nein, ohne Bündnis. Ja, okay, muss zugeben, ich war hier derjenige, der... Was ist das für ein Damage, den ich mache? Der ein bisschen übervorsichtig ist. Das ist jetzt unser Schatz. We got the ring. Heal us, Emblem of Dawn. Sie ist es, Mikaya. I am Emblem Mikaya,
I sense the future shifting. Now victory lies ahead. Ah, so it is the Ring of the Dawn Maiden. Yunaka, I entrust this ring to you. Me? But I... She belongs with you. All I ask is that in return, you help us defeat these bandits. Will you join with Emblem Makaya? Yeah, okay. I won't let you down. Emblem Makaya. Makaya. Symbol für Fähigkeiten hat. Ich habe halt Radiant Dawn nicht richtig gezockt, weil dann... So eine Preview quasi. Damals gesehen. Das ist schon so lange her. Ich glaube, das ist eine der einzigen Hauptcharaktere, vor allem weibliche Hauptcharaktere neben Serika, die eher auf Magie spezialisiert war. Was es sonst generell nicht so gibt, war. Meistens sind eher doch Schwerkämpfer oder im Falle von vielleicht auch wie nicht Corwin, sondern auch nicht Bylef, sondern. Wie ist er schon wieder? Hi, ich hab's heute mit dem Namen, ey. Der Hauptcharakter aus Awakening. Warte mal, wir haben. Corwin, Bylef, komm nicht drauf, scheiße. Naja, war ja irgendwie auch so schwer der Magie getrimmt. So wie dazu. Das haben wir ganz kurz erwähnt habe. Wir wollen ja trotzdem hier zuschlagen. Aber der hat einen Hammer, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock zum Zuschlagen. Deswegen gehe ich glaube ich eher hier durch und guck mal. Wir haben hier Axttypi Card. Okay, also ein Spezialding. Kein Problem. Ja, damit haben wir schon gerechnet, dass der. Okay, nein, Schwert, Gott sei Dank. Was? Was ist der für ein Item? Das ist schon wieder irgendwie, keine Ahnung, ein Panzerbecher oder sowas. Der hätte die mir in die Hose geschissen. Okay, ist ein Hammer eben für gepanzerte Einheiten. Das heißt, mit dem Schwert wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, Axt können wir auch nehmen. I'm all set. Wobei, da wäre dann Doppelaxt. Nee, komm. Also die beiden mal nach vorne. Du. So, der kommt dann dahin. Da ist er, wie gesagt, ein Schwerttypi. Den kann ich eigentlich auch mit euch beiden mal attackieren. Und da oben ist direkt ein Mage, da habe ich auch keinen Bock drauf. Der Mage ist weg. I'll do my best. Ich kann aber hier den Doppelkombi machen soll jetzt. Aber mit den beiden hier. For the Divine Dragon. Dann macht Protection dann erhalten immer wieder. Wäre eigentlich eine geile Idee. Muss man gerade überlegen. Handzünden, ja, ist eine gute Idee, stimmt. Sehe ich ein bisschen was. Könnt ihr theoretisch auch hier hin. Den lang. Ah, doch, okay. Das wird gehen. Da oben ist wieder so ein Mage. Me, right? Jo. Und irgendwo sollen wir uns einmal in der Mitte treffen oder so. Ja, gut blockieren, aber wozu? Ne, da bringt sie noch nicht. Looks like we got us some uninvite. You got. Ja, toll. Ja. Wie kann man so einen fucking Pech haben? Not if I can help us. Boah, ich krieg noch die Krise, ey. Ich hab im Spiel aber auch ein Pech. Bei mir in der Startphase, da hatte ich glaube noch in keinem einzigen Fall im Spiel. Don't sweat it. We can relight them as we go. Ja, aber schon gemerkt. So.
Ich würde gerne mal wissen. Was? Emblem Mikaya oder Mikayas? Emblem Mikayas umsteht eine Stärke ist ihrer Heilmagie. Die Synchrofähigkeit geistlicher Lauter Nein hat ungern ihre Klassen Einsatz von Stäben. Ja, super. Die Bündniswaffe glanzgreift an die Umgebung. Weitung von größerer Reichweite und Wirkung von Stäben. Alter! Aber dann sinken dafür auf 1. Alter, was ist los mit der? Hat sie gleich gefrühstückt? With my magic, you may illuminate even the darkest of places. Das klingt natürlich cool. Großes Opfer. Ich bin kurz davor zu überlegen, was das wegen machen soll. Oh, fuck it. Das wird ihnen richtig übel. Okay. Er kann da gar nicht angreifen, lustig. Da heißt hier, doch, hier können wir uns wieder treffen, wa? Da geht direkt hier hin und bin dann schon da. Natürlich auch eine Option. Aber das gucken wir uns nächste Folge an, Freunde. Und da muss ich mal gucken, wie ich mit denen hier umgehe. Vor allem macht der irgendwie gar nichts gefühlt und der ist einfach nur scheiße. Ja, vielleicht muss ich mal ganz kurz nochmal mit ihr hier Engage in Ragnarök machen oder mit der Kombi einfach hier mal kurz durchstriven. Das war gerade ziemlich beschissen hier. Ich brauche definitiv mehr Schwerkämpfer, weil es momentan auch ein bisschen kacke. Ist jetzt zwar ein Schwert, aber ganz ehrlich, bevor ich sie dafür einsetze, nee, lieber nicht. Yo. Also in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis nächstes Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Jetzt mit Mikaya im Team. Yeah, man. Bye, bye.